So, dann wollen wir doch gleich mal weiter gucken. Continue. The Space Hulk structure is treacherous. A collapse has left brother Terminator Zael stranded. With his teleport homer inactive, he must be retrieved by more direct means. Sergeant of the squad, accept your orders. Your troops are scattered. Terminators enter here. Multiple gene stealer satyrs detected in these areas. Only one brother is close enough to render assistance in time. You must reach Brother Zael before he is overrun by the enemy. Ah, okay, also das wird Brother Zael sein. Und da startet unser anderer Terminator. Ja, oder halt andersrum. Das heißt, wir werden uns mit dem Terminator zurückziehen und den Gang hier abdecken. Der bricht die Tür auf und arbeitet sich dann hier nach vorne. Okay, zerstöre die gejammte Tür. Gebe ein Teleporter-Beacon nach zu Zael. Raus teleportieren. Alle Einheiten müssen überleben. Ja, macht Sinn. Select. Gucken wir mal. Unten Schleichwerbung für ein Kartenspiel. Das kannte ich auch noch nicht. Aber ja, das Franchise ist riesig von Warhammer 40.000. Irgendwas ist da jetzt gerade komisch. Ladezeit ist ganz schön lang. Aha, okay. So. Heavy Flamer. Der Heavy Flamer kann benutzt werden, um Wege zu blockieren. Und Brother Zael hat wohl einen davon. Wähle Brother Zael aus und flambiere den Bereich vor ihm. Mhm. Flammen werden für eine Runde brennen. Flammen können keine Türen zerschießen. Oder in Overwatch-Modus gehen. Und hat begrenzte Munition. Ganz viele uns. Na gut. Türen können geöffnet werden von Terminatoren und Genestealern. Um eine Tür zu zerstören, wähle ein Stormbolt, Soul Cannon oder Melee-Angriff aus und klicke auf die Tür. Okay. So, du sollst brennen. Heavy Flamer. Da lang. So. Und rückwärts gehen. Yes, Brother. Moving. Dum, 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 dum. Okay. Das war der eine Brother. Das ist der andere. Du sollst dahin. Und draufhauen. Draufhauen, Tür. Sieht nicht wirklich kaputt aus. Nee, withstands assault. Okay, nochmal. Was zur Hölle bist du für eine Tür? Eine Powerfist kann normalerweise Panzer aufspringen. Aha. Ja, jetzt. Nee, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Das wollte ich gar nicht. Na gut, den einen Command-Punkt haben wir jetzt auch verbraten. End turn. Wo kommt ihr raus? Da. Und da. Ja, du. Warte mal. Brennen. Das fällt. Kannst du nicht. Brennen. Das fällt. Und der Blip da ist... Der Blip ist gestorben. Okay, die werden nicht aufgedeckt dabei. Na gut, du weiter rückwärts laufen. Hast noch 4 Schuss, also 4 Runden. Das ist nicht viel. Du... mach erstmal 2 Schritte. Guck mal, ob er schräg schießen kann. Nee, kann er nicht. Okay, dann Overwatch. Watching for enemy contact. End turn. Das heißt, die müssen jetzt auf uns zugelaufen kommen und wir haben dann 2 Felder Zeit zu schießen. Richtig. So. Was steht da? Achso, um einen Gegenstand zu übertragen, müssen sie sich aufeinander zuwenden.
Und dann gibt es ein extra Pass-Icon. Damit kann man wahrscheinlich auch später andere Gegenstände hin und her schieben. Du? Wir haben keine Blips auf der Karte. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder bis hier und 6 Felder bis da. Das heißt, es kann uns auch keiner in den Rücken fallen. Das heißt, du läufst jetzt einfach mal dahin. Yes, my lord. So. Und trittst nochmal auf die Leichen rauf, weil du kannst. Komm, dreh dich. Mhm. So, und du? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du gehst weiter rückwärts oder willst dich vorwärts drehen? Nee, komm, geh mal lieber rückwärts. Wir wissen ja nicht, was da gleich alles rauskommt aus den drei Gängen. So, wir haben schön viele Command Points, falls irgendwas schief gehen sollte gleich. Und er dreht sich wieder um. Jo, in Turn. Na, wo kommt ihr? Oh. Komm, stellt euch genau dahin, dann kann ich euch flambieren. So, du zuerst. Du schießt mal dahin. Drei Blips müssten sterben. Oder zwei Blips und einen Genestealer. Ja, Blip died, Blip died. Sehr schön. Du. Geh mal hier hin, dreh dich um. Und benutzt dann Command Points zum Schießen. Das müsst ihr hinhauen. Sonst haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Was zur Hölle, wo ist der hin? Also ich glaube, er ist tot. Ja, aber man hat nicht so wirklich gesehen, wie er gestorben ist. Okay. Dann lassen wir es mal so. Enter. Da sind gerade welche im Feuer gespawnt. Ne, davor. Okay. Du, geh da lang. Moving out. Kann ich das jetzt noch abbrechen? Nein. Weil die müssen sich ja gleich angucken. Aber das können wir nächste Runde machen. Das heißt, du drehst dich jetzt um, brennst nochmal den Weg da weg. Hast du ja genug Munition. So. Sehr schön. Und du gehst dahin und... Nee, gehst einfach nur dahin. Nächste Runde gehst du einen Schritt vor, eine Drehung nach rechts, einen Schritt vor. Dann hast du noch einen Action Point über dafür und du drehst dich einfach nur zweimal um. Ja, das heißt, nächste Runde bist du gewonnen. Oh, da ist hier einer. Ja, das ist nicht so gut. Da sind ein paar mehr. Wow. Ja. Okay. Du, dreh dich mal um. So. Du kannst ruhig noch einen Schritt vorgehen. Kannst gleich eh nichts mehr machen. Du. Geh dahin, dreh dich nach da. Ich hoffe, das Rausteleportieren braucht keine Action Points, sonst haben wir ein Problem. Obwohl, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, haben wir nicht. So. Pass Object. Our brother has returned to us. The enemy has been denied a victory. Sehr schön. 12 Kills, keine Verluste, so muss das laufen. Weiter. Squad Lorenzo is under attack. With the return of Brother Zale, your brethren were tasked with locating an aging control room just beyond our perimeter. However, fighting around the beachhead has drawn more gene stealers than expected out of hiding. Our forces must break through before they are cut off. Sergeant of the squad, accept your orders. One squad is available for your command. Terminators enter here. The enemy approaches from these points. Get the squad safely to the exit zone. Reaching the objective in time is vital to the battle plan. Protect your flanks. And do not underestimate the Gene Stealers. Okay. Klingt aber soweit ganz einfach. Also relativ einfach. Wir stellen einen hier hin, der deckt das. Wir stellen einen da hin, der deckt das. Die nächsten drei gehen hier hoch.
Einer bleibt hier stehen, deckt das und dann werden die von hinten nach und nach nachgezogen. Okay. Schauen wir mal, ob es denn wirklich so einfach ist. Und die Sachen unten sind ganz schön... Ja, doch, haben sie was einfallen lassen. Also das mit dem Kartenspiel kannte ich nicht. Das hier kannte ich jetzt schon. Also der rote Durst. Zumal ich gerade das letzte Buch gelesen habe. Oh ja. Schicke Sache, die sie einfallen haben lassen. Was haben wir da? Sergeant Lorenzo und Sergeant Gideon. Okay. Sergeants haben einen besseren Würfelwurf im Nahkampf. Außerdem, solange man einen Sergeant im Trupp hat, darf man die Command Points neu würfeln. Also die Anzahl an Punkten, die man pro Runde bekommt? Oder was genau meint er? Okay. Also Squad Lorenzo. Wir haben den Sergeant vorne. Wir haben einen... Ist das ein Flammenwerfer? Ja, ist ein Flammenwerfer. Nee, ich will den Stormbolter hier. Stormbolter da. Das sind die, die links und rechts die beiden Gänge hier abdecken. Dann hätte ich gerne... Was hätte ich denn gerne? Wir könnten auch einen Flammenwerfer benutzen, um den Gang durchgehend zu verbrennen. Weiß ich nicht. Nee, komm. Stormbolter. Nicht du. Du da. Du da. Du da. Deploy. We walk with death. So, du hast jetzt alle Grundlagen gelernt, die du brauchst, um Space Hulk zu spielen. Um mehr über das Spiel zu lernen, besuche das Librarium im Hauptmenü. Okay. So, du bist Stormbolter. Du gehst da und drehst dich nach da. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, du bist schräg gegangen. Das darfst du gar nicht. So, also, sie kommen rein. 1, 2, 3, 4. Problem. Also ja, er muss später rückwärts gehen, damit er nicht angeschossen wird. Du gehst mal dahin, drehst dich nach da. Yes, my lord. Können die gleichzeitig gehen? Bitte, 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 bitte. Ja, sie können gleichzeitig gehen. Sehr schön. Das macht das Ganze schon mal ein wenig schneller. Weil die Bewegungen sind ja doch recht träge von denen teilweise. Also, immer. Du hast keine Punkte mehr. Du hast noch Punkte. Und du dahin. Objective locked. Damit müssen jetzt alle Punkte vergeben sein. Wir könnten Command Points benutzen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Können wir mehr haben als 6 Stück? Ich glaube, wir brauchen mal 3. Nein, das war der falsche. Mist. Ja, du bist auch ein Stormbolter. Du übernimmst jetzt den Posten von ihm. Und verbrauchst die nächsten Punkte. Nicht schön. Undo. Oh, warte mal. Zing. Dich. Wir können Undo wohl nur einmal machen. Strategische Ansicht. Ah. Sehr schön. Oh ja, das wollte ich soweit eigentlich gar nicht. Du, dahin drehen. Also man kann nur einen Zug rückgängig machen, den letzten Zug. Okay. Alle haben ihre Punkte verbraucht. Und alle Command Points sind weg. Okay. Von wo kommt ihr? Von oben. Okay. 5 Command Points. Achso, weil wir 5 Jungs haben. Okay, du... Overwatch. Du... Overwatch. Du... Du... 2 vor. Auch in Overwatch. Und ihr zieht einfach nur nach. Du dahin, du dahin. Overwatch. Oh ja, das sieht sehr machbar aus soweit. So, mal ein bisschen rein. Du hast noch einen Punkt, dahin. Yes, Commander. Du hast auch noch einen Punkt, dahin. Und jetzt haben wir 5 Punkte. Können aber nicht mehr so wirklich viel machen. Doch, du könntest rückwärts gehen. Und so ein paar Punkte verbraten. So. Und jetzt noch in Overwatch gehen. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder.
Ich weiß nicht, wie das gilt. Ob sie hier hinten rauskommen oder ob sie auf dem Feld rauskommen. Wenn sie da rauskommen würden, wären es nur 5 Felder zum Terminator. Was ja nicht so schön wäre. Du machst das Gleiche? Ja. Das heißt, der hier muss nachher zuerst gehen. Watch. Den Turn. Und der andere Genestealer da oben müsste jetzt versuchen... Oh. Multiple targets acquired. Jo.